So Leute, da hatte ich mich wohl ein bisschen verkalkuliert. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass heute am Donnerstag die Landsmasterin rauskommt. Dem ist leider nicht so. Die kommt jetzt eine Woche später. Was allerdings auch noch nicht so schlimm ist, somit kann ich mehr Mets ran sammeln, um diese dann später hoch zu boosten. Und nebenbei spiele ich dann auch noch gerade den Scrapper hoch. Da können wir gleich mal kurz reinschauen. Wir haben neue Anmeldebelohnungen. Nur 5 Tage, sehr interessant. Ich schätze mal, damit wird einfach nur die Woche überbrückt, bis halt das nächste reguläre Update kommt. Ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch, weil dann die Bücher nicht mehr so lange halten, aber wir schauen mal. Also, was bekommen wir denn hier? Wir bekommen 100.000 Silber. 5 Truhen. Eine halbe Million Silber? Ja. Dann Kampfgegenstände, 30 Phönixfedern, nehme ich gerne. Ich habe gestern. Reden wir nicht drüber. Ein bisschen Sprungessenz und tägliche Abschlüsse sowie Fusionsmaterial tun. Sehr nett. Die würde ich aber dann später aufbewahren. So, was machen wir? Wir haben Reset. Sprich, also, wir können wieder eine ganze Menge wilden Kram machen. Von wöchentlichen Aufgaben bis hast du nicht gesehen. Ihr kennt das ganze Spiel, da gucke ich dann später einmal rein. Ich, wie gesagt, spiele gerade aktuell einen Scrapper hoch. Weil ich noch eine Damage-Klasse suche, die mir taugt. Die Kanonieren habe ich jetzt auf kurz vor T3, aber irgendwie weiß ich noch nicht so. Und der Scrapper ist halt ziemlich fett, weil der haut halt rein. Was natürlich jetzt gemacht wird nach so einem Reset, wir werden uns durch alles räudig durchkaufen, okay? Wir werden uns richtig räudig durch dieses gesamte Spiel durchkaufen. Da ich jetzt ja 2 Chars mit mindestens T2 habe, T3 zählt ja dazu, kann ich da schon mal zweimal einen Piratenshop ehrenlos leer kaufen. Ich habe gestern noch die T1 Mets aus dem Piratenshop rausgekauft, kann also heute nochmal T1 kaufen, um den Scrapper nochmal hoch zu boosten. Der ist mittlerweile schon auf 406, aber ist ja gestern erst in Wern angekommen. Ich hatte da noch ein bisschen was liegen, sehr angenehm. Sprungsteine fehlen allerdings. Das ist natürlich immer das Problem. Sprungsteine. Nein, falsche Richtung. Das werde ich mit Sicherheit auch niemals in meinem Leben hinkriegen. Dass ich weiß, wo genau dieses Handelsschiff steht. So, Piratenmünzen, da habe ich eine ganze Menge von. Aber wir wollen natürlich hier hin. Wir holen uns die T3 Mets natürlich einmal. Ah, die kosten echt so viel. Das brauche ich nicht. Die brauche ich, glaube ich, auch nicht. Wie viel habe ich aktuell? Ja, das passt eigentlich. Hol ich später, darum geht es ja jetzt ja gerade nicht. Dann holen wir die, dann holen wir die. Die hole ich einmal, die hole ich einmal. Und damit hätten wir das auch schon mal erledigt. Müsste eigentlich auch upgraden können. Gucke ich aber leider mal. Weil das Upgraden ist natürlich goldtechnisch schwierig. Ich habe ja mein Gold ein bisschen angelegt. Dementsprechend aktuell nicht zu viel da. Aber wir können es gerne mal versuchen, ob wir ein Rüstungsteil hochkriegen. Da würde ich nachher noch einen täglichen Content laufen. Hier die Argos. Wir können endlich das Argos-Video machen. Da habe ich auch ziemlich Bock drauf. Alras Auge schwer, eventuell auch nochmal, damit wir das auch schon mal gezeigt haben. Weil das kann mir ziemlich knackig sein, wenn man da so ein bisschen kopflos reingeht. Hatte ich in dem letzten Video schon erwähnt, ich hatte eine ziemlich tighte Gruppe. Ich bin falsch gespawnt. Aber erstmal das Wichtige natürlich. Mal kurz den Upgrade-NPC besuchen. So, das ist auf 11, 6. Ich brauche natürlich den Helm, brauche ich noch. Das heißt, heute auf jeden Fall rein in die Masse. Ja, die werden weniger, die werden weniger. Ich habe da mal so viele von gehabt. Und da haben wir natürlich auch ein paar von. Dementsprechend versuchen wir unser Glück. Ich weiß ja nicht. 60% muss reichen, leider. Es muss leider reichen. Es reicht nicht. Ich hasse mein Dasein. Du Stück Scheiße! Ja gut, sind die Piratenmünzen also direkt ins Klo runtergespült, Gold gleich mit hinterher. Wunderbar, wunderprächtig. Ich liebe es.
hab direkt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. So, da sind wir auf das Körperrennen. Twinks. Es ist unfassbar, wie schön Twinks sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Leute, die keine Twinks haben, lost sind. Ich würde aber sagen, beschwert euch nicht, wenn es im Spiel nicht so schnell vorangeht. Twinks sind in diesem Spiel tatsächlich ziemlich wichtig. Dementsprechend würde ich sonst die Aldi gar nicht so hochprügeln können, wie ich sie aktuell hochprügeln kann. Ja, so sieht das aktuell gerade bei mir aus. Waffe konnte ich... Alles 100% läuft, Brudi, läuft. Da kann ich mir nachher nochmal ein paar Beute holen, bleibt bei 100%. Warte, was war das? Ach, herrlich, guck mal, was wir aufwerten können, du, herrlich. Das ist ja herzallerliebst. Oh, ich sehe gerade, ich hätte hier nochmal. Wir wollen das doch alles schön in der richtigen Reihenfolge machen. Der Turm der Herausforderung. Ihr kennt ihn alle. Da geht man mit seinem Main natürlich einmal richtig schön durch, bekommt da fetten Loot raus. Twinks allerdings bekommen dort Metz raus. Oh. Das ist ja bitter. So, dann sind wir bei 14:40, kurz vor Rohhändel. Es ist ja herzallerliebst. Der Turm der Herausforderung, da bin ich gestern extra durchgegangen, weil es auf der Ebene 10, nämlich 10, nee, 30 Sprungsteine gab und die brauchte ich natürlich zum Upgraden. Das ist so geil. Also Twinks hochzuziehen ist wirklich echt ein Kinderspiel. Und die Skröperin macht mir allgemein momentan extrem viel Spaß oder mit am meisten Spaß. Da habe ich meinen Paladin als schönen Support. Und halt sie jetzt als, guck mal, kannst du direkt reingeeken. Sie als Damage-Dealer. Und die macht Taumelschaden ohne Ende. Also es gibt keine Fähigkeit von ihr, die keinen Taumelschaden macht. Das ist insane, was die alle raushaut. Ich habe mit der komplett das Spiel durchgequestet. Also von Level 10 Richtung Level 50 Nordwehren. Ich habe da keinen Pass benutzt. Ich habe da kein Gold eingesetzt. Die habe ich legit hochgezogen. War natürlich sehr zeitaufwendig, gar keine Frage. Hat natürlich allerdings den Vorteil, man bekommt viel Loot natürlich durch die ganzen Missionen, die man da machen kann. Nebenquests, die Gravurbücher bringen. Und Gold gibt es natürlich auch immer wieder mal in der Story-Kampagne. Also schlecht ist das nicht, wenn man das mal durchspielt. Aber wie gesagt, das kostet halt natürlich Zeit. Dementsprechend, die Zeit müsste man haben. Ich hatte sie jetzt die Tage, weil ich ja an sich nur den T2-Content gelaufen bin. Als Vorbereitung für die Lancerin. Dementsprechend war das für mich völlig in Ordnung, dass man da mal kurz einen anderen Char hochzieht. Und ich bereue es auch nicht. Ich habe dann mit der eigentlich relativ gut spielen gelernt. Immer noch nicht perfekt. Ihre Ausrüstung natürlich auch noch weit hinter dem, was sie eigentlich haben soll. Aber sie bockt halt einfach. Aber der Charakter bockt wie Sau. Dementsprechend, wenn ihr Bock auf einen coolen Damage-Dealer habt, macht euch mal eine Scrapper-Klasse. Die ist insane krass. Hoppla, da war ein Dings im Weg. Das macht einfach Bock, mit ihr zu zappen. Hopp. Da war der Cooler noch nicht ready. Ich habe schon zwei von den Karpaten hier. Ja, dann laufen wir kurz den Content. Und dann geht auch schon wieder weiter. Aber. Ja, mit der AP, das ist doch so eine Sache, Alter. Also beziehungsweise mit dem sich nicht treffen lassen. Das ist echt eine Sache bei mir. Aber. Nicht peinlich werden lassen. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn du in so einem Dungeon irgendwie 1000 Tränke benutzen musst. Weil du zu schlecht bist, den Angriffen der Gegner auszuweichen. Aber an sich, ich habe das Silber, ich habe die Ressourcen, um das alles zu stemmen. Dementsprechend scheiß drauf, Malle und so weiter und so fort. Ihr kennt den ganzen Mumps.
Ist ja aber auch Wayne. Auf jeden Fall, gesundheitstechnisch bin ich immer noch nicht ganz wieder auf dem Damm. Wir sind heute Abend live. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne rein. Link ist in der Beschreibung. Da zocken wir die Scrapper noch ein bisschen weiter. Wir holen uns die ganzen Mats. Wir laufen den ganzen Content, den wir brauchen. Oder wir machen das erst über Wochenende, wo die ganzen anderen Karpaten dann auch noch da sind. Ich werde aber auch erstmal raus für heute. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Turm laufen und mir hier diese ganzen schönen Mats abholen. Oh, guckt euch an, wie schön das ist. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und auch natürlich auf Twitch. Das heißt, wenn ihr noch Hilfe braucht oder sowas, ne? Einfach mal kurz in den Chat reinschreiben und machen wir einen Gruppenfinder auf. Es wird herrlich, es wird super. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund, nicht so wie ich. Und wir hören uns. Haut rein.